Hallo, guten Tag. Da sind wir wieder. Der große Geschenkemarathon geht weiter. Hoffe ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht, weil ich war ja eher mal ein sehr schwacher Start, muss ich ja mal sagen. Da hat sich ja nur keiner so richtig gemeldet. Naja, klar, ich meine, was will man oder mit, wa? So ein Pokal. Ja, aber ich fand ihn schön. Eine Person hat sich Gott sei Dank noch gemeldet, die den haben will. Somit bleibt die Verlosung aus. Ja, und diese eine Person, der werden wir den Pokal wohl zuschicken. Jetzt muss ich erst mal sehen, was sowas kostet. Wegen dem Gewicht und so. Also ich werde ihn erst verpacken und dann schreiben, was die Versandkosten sind. Und dann geht das Ding offensichtlich nach Kassel. Wohl. Wenn die Person den da noch haben will, nachdem er verpackt ist, nachdem ich das alles gemacht habe. Ja, aber egal, kein Problem, können wir machen. So, dafür nehme ich die aber auseinander. Ja, muss ich nur sagen. Schraub das Ding ab, das wird nämlich dann einzeln wahrscheinlich hier dran irgendwie aufgepackt oder eingepackt. Ich muss mal sehen, wie ich das mache. Weil das ist echt schwer hier, der. Und der hier, das würde alle. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich hoffe, es kommt keiner an. Mal schauen. Also, weg ist er. So, oh, schaut mal hier. Ungeöffnet, meine Güte. Noch ein guter McDonald's-Saft von unserem Jackpot-Event. Was nicht geklappt hat, war nicht gewonnen haben, was ja wohl klar ist. Familie Müller ist nicht so mit gewinnen. Ja. Oh. Gut. Was machen wir heute? Ich suche mal kurz und ich werde was finden. Das weiß ich jetzt schon. Es gibt tausend Dinge hier. Aber natürlich, wie gesagt, geht ja nicht darum, einfach alle wegzuheben und alle zu verschenken, sondern so ein bisschen die Sachen. Weil es ist ja eigentlich unser Wohnzimmer hier. Ja, was die meisten ja nicht wissen, vielleicht, die jetzt auch fahrradtechnisch nur so unterwegs waren bei uns. Ich weiß nicht, ob das auch so angekommen ist. Das hier ist ja eigentlich das, was drüben mal bei uns im Wohnzimmer stand. Bis auf das Bett. Das Bett ist jetzt neu dazugekommen, weil Marlies halt Schichtdienst arbeitet und dann eben ab und zu mal auch einen kinderfreien Raum braucht, wo sie sich ausruhen kann. Und deswegen habe ich ihr ein Bett gekauft und hier bin ich stellt aufgebaut. Matratze und so weiter. Richtig schön eingerichtet und hier hat sie Ruhe und kann sich wirklich erholen. Ja, ansonsten ist das eigentlich das, was bei uns im Wohnzimmer stand, steht jetzt hier, weil wir einfach den Platz nicht mehr haben, weil wir zu viele Kinder bekommen haben. Ja, und dann mussten wir drüben alle den Kinderzimmer umtauschen und unser Wohnzimmer steht hier und ist so ein bisschen vereinsamt. Aber alle, hier gibt es auch Sachen, die zu viel sind und so. Ich habe hier was. Ah, das ist was Schönes. Oh, das aber nicht als Versand. Oh, das kann ich nicht versenden. Das muss an Selbstabholer. Also, heute, liebe Leute, für euch ein Porzellanservi. Klingt ein bisschen altbacken, aber ich fand es immer schön und hat mich eigentlich, ich fand das immer schön. Ich fand das immer nett. Also, ich zeig's euch mal: Porzellanservi für 5 Personen, Kaffeeservi. Tada! So ein schönes Stück. So. Was haben wir denn hier? Wir haben 5 Tassen. Ist doch so rau, ist das doch, oder? Nee, ist nicht so rau. Rheinkrone. Rheinkrone Bavaria. Also definitiv schon was älter. Ja? Definitiv auch was, was man auf dem Flohmarkt immer noch 30 Euro für bekommt. Bestimmt. Also möchte ich mal behaupten, unter dem würde ich es einfach nicht weggeben. Wir haben hier 5 Tassen, nur noch, waren bestimmt mal 6, weil es sind auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teller. So, dazu haben wir eine Zuckerdose. Ups, und kaputt. Die Zuckerdose haben wir und ein Milchkännchen und eine Kaffeekanne. Ist doch schön. Ja, das steht hier so rum, hier so oben und ich habe das nicht das einzige Servi, was ich habe. Deswegen würde ich mal denken,
das kann ich abgeben. Also, wer sich innerhalb von 24 Stunden meldet, wir machen das jetzt wirklich mal fest auf 24 Stunden, ja, wer sich innerhalb von 24 Stunden meldet auf das Ding und das abholen möchte, kann hier, der darf es gerne kostenlos haben, weil Versand erfolgt hier nicht, denn schaut euch einfach im Internet um, wie die Versandunternehmen so mit ihren Paketen umgehen, dann wisst ihr Bescheid. Ich kann es noch so gut einpacken. Es würde vielleicht nur Frust geben und es wäre ein Riesenaufwand, das so einzupacken. Das müsste man schon einschäumen, damit es auch heil ankommt. Wäre auch schade drum, würde ich ungern machen. Also, wenn ihr Bock habt, Lust habt, meldet euch. Ja. Wie gesagt, der Pokal ist Gott sei Dank weg. Ansonsten wäre er jetzt zum Trödler gegangen heute, hätte ich ihn mitgenommen. Ja, gestern hatte ich Pause gemacht, habe ich doch nichts mehr hochgeladen, kein Video mit was zu verschenken, weil ich war einfach zu knapp, ich habe zu viel Videomaterial nachzuschneiden gehabt. Ja, deswegen heute wieder, aber heute auch was Schönes, ein schönes Porzellanservi. Ne? Wie war es nochmal? Rheinkrone. Ja, Rheinkrone Bavaria. Ja, ist doch toll. Also wer sowas haben möchte oder meinetwegen auch zum Weiterverkaufen einfach abholen möchte, bitte einfach melden. Ja, innerhalb von 24 Stunden allerdings. Ansonsten kommt es zum Trödler um der Ecke. Ja, und der freut sich darüber, auf alle Fälle. Und macht auch noch seine paar Euros damit. Also, Kinders, meldet euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis morgen. Und wenn sich jetzt mehrere Leute melden oder so, dann wird ausgelost. Also nicht einfach hier vorbeikommen und sagen, ja, ich nehme das Ding mit, sondern bitte wartet ab, falls es doch noch interessant wird für irgendwelche Leute und dann sich auf einmal zwei, drei Leute streiten, müssen wir auslosen. Oder ihr werdet euch einig und jeder kriegt eine Tasse. Das ist dann euer Bier. Gut, also wartet dann ab. Ihr sagt Bescheid in den Kommentaren. Ich möchte das Servi abholen. Und dann kommt das, wie gesagt, falls es nur einer ist, hat das Glück, seins. Ja, wenn es mehrere sind, muss ich auslosen und sage dann direkt Bescheid. So, Kollege, kommt vorbei. Adresse ist ja hinlänglich bekannt. Ne? Also das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Schreibe ich euch dann auch nochmal die Adresse sozusagen. Das kann man alle rausfinden. Das ist überhaupt kein Hit. Dann trifft man sich hier und dann holt er das Teil ab. Wäre schön, wenn es ein neues Zuhause findet, wo es vielleicht sogar benutzt wird. Wenn nicht, eben meinetwegen, wo es denn weiterverkauft wird und wo es dann eine andere Familie irgendwie seinen Sinn wieder erfüllt. Hier bei uns ist es Quatsch, weil wir sind nicht 5 Personen, wir sind von Hause aus schon 6. Also da würde immer jeder leer ausgehen. Ja, und gut, Kaffee trinken zwar nicht alle, aber wir brauchen einfach mehr Geschirr und wir haben viel, viel mehr Geschirr. Das brauchen wir nicht auch noch hier. Das macht nur mein Schrank hier voll. Ein bisschen mehr Luft hier oben wäre auch schön. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.